Heute bin ich beim LIS, dem Labor im Sommershof, zu Gast. Das ist ein Labor für Analysedienstleistung für Ärzte. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Kerstin Neckel. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner, und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und heute spreche ich mit Kerstin Neckel. Hallo. Wir arbeiten ja jetzt schon relativ lange zusammen. Das LIS betreue ich, glaube ich, seit etwa 2014. Da haben wir erstmal eine Wortmarke angemeldet. Die haben wir mit ein paar Hürden auch sogar eingetragen bekommen. Und 2018 hat dann richtig eigentlich erst die Zusammenarbeit so Fahrt aufgenommen. Woran lag das? Ja, also ich bin auch 2014 in das Unternehmen gekommen. Ja. Und das Erste, was mein großes Projekt war, war unser Vertriebsordner. Und wir haben einfach dann nach und nach festgestellt, dass doch die Praxen sich so ein bisschen danach sehnen, dass mehr LIS-Artikel bei ihnen in der Praxis sind. Und auch wir haben ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, was lohnt sich denn und was sollte man denn unbedingt in die Praxen bringen. Und deswegen war 2018 dann unser Jahr, wo dann doch einige Artikel neu auf den Markt kamen, von Urinbechern über Stauschläuche bis hin zu Radiergummis oder Ähnlichem. Das war 2018 auf jeden Fall unser Jahr. Ich glaube, ganz wichtig sind noch die Pflaster, oder? Die Pflaster sind ganz wichtig. Also wenn Sie zur Blutabnahme gehen, freuen wir uns heute darauf, dass immer wieder in den Arztpraxen Pflaster von uns sind. Und ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich Leute aus Arztpraxen kommen sehe, die ein rotes Pflaster mit einem Igel auf dem Arm haben. Und ich finde auch die Taschen super. Sie haben so ganz tolle, große, rote Taschen mit einem dicken LIS drauf. Die sind super stabil, super praktisch, passen toll auf meinen Gepäckträger. Sehr gut. Ja, ja, unsere LIS-Taschen waren eigentlich mal eine Sommeridee, weil man kennt ja so dieses bekannte Sommerloch, was irgendwann mal ist. Und wir wollten dieses auf unserem Facebook-Kanal auf jeden Fall stopfen. Und dementsprechend haben wir uns dann für diese Shopper-Strandtaschen, wie man sie auch immer nennen möchte, entschieden. Ja. Und haben damit auch diese Aktion gemacht, LIS um die Welt. Und die Tasche war tatsächlich doch auch in einigen sehr interessanten Ländern und hat uns auf jeden Fall viel Freude bereitet. Sehr cool. Sie waren also die treibende Kraft im Marketing. Sie sind eigentlich, glaube ich, Leiterin Präanalytik und sind aber auch ins Marketing reingerutscht. Wie war das? Oder wie ist das gekommen? Ja, es ist genau so gewesen. Reingerutscht trifft es ganz gut. Ja. Ich bin tatsächlich die Leitung der Präanalytik. Das heißt, ich bin in den Praxen oder hier für alles das zuständig, was vor der eigentlichen Analyse passiert. Und dadurch natürlich auch viel im Außendienst unterwegs. Und wenn man in einer Arztpraxis kommt und man stellt fest, naja, es ist doch so ein bisschen steril natürlich und da fehlt so ein bisschen vielleicht auch manchmal der Artikel, über den man das ein oder andere mal lacht oder auch mit einem Augenzwinkern den betrachtet. So ist es eigentlich gewesen, dass ich gedacht habe, wir müssen ein bisschen mehr das LIS in die Praxen bringen. Und dann hatte ich das Glück, das tolle Team von Kopfsonne zu treffen. Und seitdem begleiten diese mich, oder wir haben doch eine sehr, sehr enge Verbindung mittlerweile. Mhm. Und wir lassen uns immer gemeinsam neue Dinge einfallen, die vielleicht auch mal außergewöhnlich sind und die man vielleicht nicht mit dem Labor direkt in Verbindung bringt. Ja, vielleicht kann man da noch mal ein bisschen ausholen. Also Kopfsonne, mit denen arbeite ich auch schon sehr lange zusammen und habe viel Freude mit Kopfsonne. Also wir verstehen uns auch ganz gut. Das ist so ein Team aus verschiedenen Freiberuflern, die sich da zusammengefunden haben und sich halt Kopfsonne nennen. Vielleicht können wir ja die vier Leute, mit denen wir am meisten zusammengearbeitet haben, noch mal kurz erläutern oder erklären in dem Team Kopfsonne. Das ist einmal die Frau Pior, die eben relativ viel Erfahrung früher von Interbrand auch mitgebracht hat, so Markenpositionierung, Markenführung, auch ein klein wenig Design. Aber im Design wird die auch unterstützt. Vielleicht wollen Sie da was zu sagen. Genau so ist es. Der Herr Zyper unterstützt die Frau Pior im Design. Und ich muss sagen, mein allererstes Erlebnis mit dem Herrn Zyper war, dass wir ein Poster zusammengestalten sollten, von dem er technisch gesehen natürlich sehr viel Ahnung hat, mehr als ich, aber wo der Inhalt uns doch eng zusammengeschweißt hat, weil es ging um das richtige Bekleben von Blutröhrchen. Aha, und wow. So muss man sagen, haben Herr Zyper und ich zueinander gefunden. Ja, genau. Und dann gibt es noch einen Texter, den Herrn Drexler, der unter anderem auch den Content für diese Videos aufbereitet. Das finde ich sehr praktisch. Also Sie können sich einen richtigen Total. Producer leisten. Super.
Und dann gibt es noch den Philipp Schilling, ne? Der macht so Webdesign oder so. Genau, ne? Der Herr Schilling hat unsere Website gestaltet und geht auf alle Anfragen, die ich ihm immer stelle, sehr schnell ein. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, weil das Laborleben ist ja doch relativ schnelllebig. Und er schaut aber immer, dass unsere Website auf dem allerneuesten Stand ist, wofür ich sehr dankbar bin. Ja, ist doch klasse. Sie haben für das LIS mit dem Team Kopfsonne ja viele schöne Dinge entwickelt, auch ein paar sehr lustige. Erzählen Sie doch vielleicht mal so ein bisschen. Ich glaube, der Artikel, der am allerlustigsten ist oder der sich so ein bisschen durch das LES durchzieht, ist unser Igel auf dem Skateboard. Ja, wie ist der denn entstanden? Das ist eigentlich tatsächlich genauso eine lustige Geschichte. Und zwar haben wir 2014, 2015 an unserem Vertriebsordner gearbeitet. Und so ein Vertriebsordner ist unter Umständen doch etwas trocken, muss man ganz ehrlich sagen. Da geht es natürlich darum, viele Fakten auf einmal in einen Ordner zu bringen, den der Außendienst mit in die Praxis nehmen kann, sodass die Praxis einen guten Eindruck von uns hat. Und uns im LES ist immer wichtig, dass wir doch sehr menschlich sind. Und das Team von Kopfsonne hat an diesem Ordner ja maßgeblich mitgearbeitet. Und irgendwann hatten wir eine Besprechung und da ging es unter anderem um individuelle Gesundheitsleistungen. Das heißt abgekürzt Igel-Leistungen. Aha, genau. Und der Herr Zyper hatte sich den Spaß erlaubt und auf einem Reiter in diesem Ordner einen Igel auf dem Skateboard zu machen. Und nachdem wir schon stundenlang diesen Ordner durchgeguckt haben, hat uns dieser Igel so zum Lachen gebracht, dass wir gesagt haben, genau das möchten wir eigentlich auch in den Praxen haben, nämlich ein kleines Schmunzeln auf dem Gesicht, wenn man diesen Igel sieht. Und der ist in den Arztpraxen so gut angekommen, dass er heute nicht mehr wegzudenken ist aus unserer Marke und viele Praxen mittlerweile den Igel mit dem LIS verbinden. Ja, ich glaube, das war 2018, ne, wo Sie gesagt haben, so den Igel müssen wir jetzt auch mal ausrollen, sage ich mal. Ja, finde ich total lustig. Deswegen haben wir den ja auch besonders geschützt. Den haben wir ja nicht nur als Design geschützt, sondern auch als Marke, damit er eben über die Laufzeit des Designs hinaus auch dem LIS erhalten bleibt halt. Ne? Genau so ist es. Für uns ist der Igel nicht nur, am Anfang haben wir überlegt, ihn nur in Kinderarztpraxen oder Ähnlichem anzubringen. Und dann sind wir doch auch von Gynäkologen, Urologen oder den Internisten angesprochen worden, wann denn endlich wieder der Igel auf einem Artikel auftaucht. Und heute ist er wirklich kaum mehr wegzudenken. Wir hatten das ja gerade schon kurz angerissen. Man kann die Sachen einmal als Marke schützen, aber auch als Design oder auch als Patent. Das hat jetzt bei CI nicht so viel Einfluss, weil das eben um technische Erfindungen geht. Also stehen da im Vordergrund eher Marke und Design. Und das haben wir auch für Sie mit dem LIS zusammen vielfältig getan, also verschiedene Designs, verschiedene Marken geschützt. Merken Sie, dass Ihnen das hilft, dass das geschützt ist? Also nicht nur, dass Sie vielleicht schon gegen andere vorgegangen sind, aber dass Sie so wahrgenommen werden als eingetragene, mit eingetragenen Rechten, dass das irgendwie einen Unterschied macht? Auf jeden Fall. Also ich glaube, erstmal hat das was in den Köpfen der Leute, die da tagtäglich mitarbeiten, getan. Und das Zweite ist auch, dass wir ganz anders damit umgehen. Wir waren früher sehr zurückhaltend mit unserer Marke und auch vielleicht sehr sparsam mit Piktogrammen oder Ähnlichem. Und wir haben einfach festgestellt, dass gerade diese Piktogrammsprache in den Praxen sehr gut ankommt und auch bei Patienten gut ankommt, weil man relativ schnell erklären kann, was denn der wichtigste Fakt ist, den man übermitteln möchte. Und man braucht gar nicht viel Worte, sondern manchmal reicht einfach ein Bild. Ja, ja. Wie auf unserem Urinbecher zum Beispiel, das Männchen, was sich gegen die Wand stellt und da Urin lässt. Also das ist, glaube ich, sehr einfach und jeder weiß, was er mit diesem Becher zu tun hat. Ja. Und auch in den Arztpraxen ist es so, dass wir mittlerweile ja wirklich viele LIS-Artikel haben und die auch breit in den Praxen streuen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Helferinnen mittlerweile einfach ein Konzept und auch die Ärzte ein Konzept entdecken und diese Dinge dann auch einfach gerne benutzen. Ja, das ist gut zu hören. Das war auf jeden Fall der richtige Schritt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und diese ganzen Sachen auch schützen zu lassen. Ja, das freut mich sehr. Sie sind ja jetzt auch praktisch YouTube-Star geworden. Ja. Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal, deswegen an die Zuhörer hier unter diesem Video und am Ende des Videos ist der Kanal natürlich verlinkt. Also auf jeden Fall mal im Kanal beim LIS vorbeigucken. Der gefällt mir ganz gut. Sie haben jetzt regelmäßig Content, also jede Woche wenigstens ein Video, aber manchmal sogar mehr.
Ja, macht Ihnen das Spaß und wie ist dazu gekommen, quasi? Das ist auch wieder eine dieser lustigen Geschichten. Eigentlich war das die Überlegung, wie man diese Medien neu nutzen kann. Also ich glaube, man ist ganz klassisch weg von Zeitschriften oder Ähnlichem. Das merkt man ja auch im Privaten. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Fachzeitschrift in der Hand habe, weil ich es meistens online mir anschaue. Und genauso geht es vielen unserer Bewerber. Das heißt, wir waren zwar immer präsent, aber eher unterschwellig präsent. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, dass, wenn wir so tolle Dinge machen, dass LES das auch mehr nach außen tragen muss. Mhm. Und auch da kam wieder das Team von Kopfsonne auf mich zu und hat mir ihren YouTube-Kanal empfohlen. Ja, genau, wir kamen da ins Gespräch, eigentlich so relativ locker. Genau, so haben wir bei Kopfsonne zusammengesessen und dann habe ich nochmal so ein bisschen erzählt, ne, wie wir das mit dem YouTube-Kanal so machen und dass das B2B eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ne? Genau, so war es. Und letzten Endes war da schon die Idee geboren. Okay. Und ich glaube, ohne Sie hätten wir heute keinen YouTube-Kanal. Okay, ich habe Sie so ein bisschen anstecken können. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Sie sind jetzt Video-Junkie quasi. Ein bisschen. Sehr gut. Wie kommt denn der Videokanal bei den Ärzten an und bei den Mitarbeitern? Das ist vielleicht ja unterschiedlich, ne? Also wir sind ja noch ganz am Anfang, muss ich sagen. Und die Resonanz, die wir bekommen, ist aber unglaublich. Also ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet. Mittlerweile ist es so, dass gerade dieses B2B ganz gut bei unseren Kunden ankommen und die sich doch fragen, ob sie das nicht auch mal machen möchten. Ja. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und vor allen Dingen hilft es uns aber bei der Mitarbeitergewinnung, weil viele potenzielle Bewerber sich tatsächlich unseren YouTube-Kanal anschauen und sich dann auch bei uns melden, weil sie sagen, man erfährt auf einen Blick relativ viel über das LES und auch die Menschlichkeit, die dahinter steckt. Und gerade das ist ja in einem medizinischen Beruf immer das A und O. Und wir wollen ansteckend sein und ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das tolle Interview. Wie gesagt, gucken Sie gerne mal unter diesem Video auf den Link zum LES YouTube-Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wir konnten in diesem Video ein bisschen erläutern, wie das LES Labor am Sommershof mit Freischirm und Partner so zusammengearbeitet hat und wie die Ideen so entstehen und umgesetzt werden und dann geschützt werden. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und jede Woche mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.